Hallo zusammen, ich ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Party-Sync-Kisten aufmachen, wie ich es so schön nenne. Und zwar schimpfen sich die einmal geborgene Truhe mit Vorräten. Und da hatten wir das letzte Mal ja schon ein paar vom Druid quasi geöffnet. Da hat mir noch ein Teil gefehlt. Das war tatsächlich drin. Und ja, diesmal habe ich hier nochmal ein paar vom Paladin. Das hatte ich ja mit dem parallel gefarmt. Und falls ihr jetzt nicht genau wisst, wo ihr die herkommt, im ersten Video habe ich schon erklärt, wie ihr die kriegt. Nochmal eine kleine Kurzfassung. Ihr macht mit einem Max-Level-Char Party-Sync mit irgendeinem Loadwing, questet dann ein bisschen und ab und an kriegt ihr dann als Belohnung eine Kiste dazu. Ist aber ein bisschen random, ne? Bei jeder Quest wird das angezeigt, aber nicht bei jeder kriegt ihr quasi eine Kiste. Gut, soviel dazu. Ihr seht, beim Pala habe ich, glaube ich, einen Teil erst und alles andere brauche ich. Es sind ein paar Waffen da mit dabei. Da musst du immer hier die Dinge umstellen, die Loot-Spezialisierung. Und ich habe es zwischendrin immer mal wieder ein bisschen hin und her gestellt. Ich hoffe, ich kriege jetzt mal einige Sachen raus. Gut, ich würde sagen, wir öffnen 20 Kisten. Nummer 1. Da haben wir einen Streitkolben drin. Okay. Dann haben wir einen Rücken, den hatte ich anscheinend schon. Dann habe ich nochmal einen Rücken, den ich schon hatte. Einen Ring, der bringt mir gar nichts. Handgelenke. Ein Hals, der bringt mir auch nichts. Nochmal der Streitkolben. Ach, come on. Nochmal ein Ring. Ein Schild. Okay, das ist schon mal gut. Dann nochmal derselbe Streitkolben. 10 haben wir noch. Schuhe. Okay, die brauchen wir auch. Nochmal dieselben Schuhe. Die brauchen wir definitiv nicht nochmal. Ein anderer Streitkolben. Okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall noch Tank und Heiler. Warte mal, was habe ich denn eigentlich im Moment? Ah, perfekt, ich habe viel Geld da drin. Machen wir mal Tank rein. Ist das ein Schmuckstück? Das brauchen wir auch nicht. Nochmal das Schild. Hände. Gut, die brauchen wir auch. Den Kopf. Ah, das war nochmal ein anderes Schild. Jetzt brauche ich wirklich nur noch das Tank-Teil und halt die Sachen, die alle Rüstungsklassen dabei haben. Nochmal Hände. Und als letztes haben wir nochmal ein Trinket. Ja, aber ich bin halbwegs zufrieden. Wir haben zwar einige doppelte Sachen. Aber von 11 auf 4 Items runter, das geht eigentlich, ne? Ich quest jetzt vielleicht mit dem Paladin noch eine Zone durch und dann müsste ich eigentlich genug zusammen haben, um dementsprechend nochmal das ein oder andere hier mitnehmen zu können. So, das können wir jetzt hier alles weghauen. Das Gute ist halt, dass ich jetzt das mit allen Rüstungsklassen kriege und dieses eine Item mit Tank. Also ich kann jetzt die ganze Zeit einfach Tank-Spezialisierung drin lassen und das müsste eigentlich passen. Gut, sobald ich wieder genug Kisten habe, würde ich sagen, melde ich mich wieder. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich kann ja immer mit zwei zusammen questen, ne? Ich habe ja zwei Accounts. Heißt, jetzt nehme ich zum Pala noch irgendeine andere Klasse dazu. Vielleicht ein Rogue, Monk oder Demon Hunter, dass ich einen Lederchar in meiner Truppe dabei habe. Und ja, mal gucken. Sobald ich wieder genug Kisten habe, melde ich mich. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.